Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es darum, wie ihr keinen Boss mehr verpasst. Da hatte ich ja schon mal ein Video zu gemacht, hier oben verlinkt. Wie ihr die Höllenflut nicht verpasst und vor allen Dingen alle 6 Truhen bekommt, bis zu 6 Truhen. Und keine Legion mehr verpasst. Aber gerade Höllenflut, darum geht es heute. Der ein oder andere wird ja schon wissen, dass es im Internet verschiedene Karten gibt, wo ihr euch die anzeigen lassen könnt. Und genau das will ich heute auch zeigen, weil ich aktuell viel Höllenflut spiele, weil das... Ich war bisher die ganze Zeit der Meinung, Höllenflut ist nicht so mein Ding, aber es hat 2 große Vorteile. Erstens sind die Gegner immer 2 Level über euch, das wusste ich nicht, das ist mir bisher nicht aufgefallen. Das heißt, ihr kriegt per se immer 10% mehr Erfahrung dort, deswegen macht es immer Sinn, die Höllenflut eine Stunde lang zu spielen. Und ihr sammelt zusätzlich zu dem, was ihr sowieso schon in der Höllenflut sammelt, eine andere Währung, womit ihr nochmal zusätzlich Kisten aufmachen könnt. Und bislang hat mir das nicht so viel Spaß gemacht. Es macht mir auch immer nicht 100% Spaß, aber rein kosten-nutzen-mäßig macht es am meisten Sinn, die Höllenflut zu machen. Ihr kriegt vergessene Seelen, die auch extrem wichtig sind. Ihr kriegt Teufelsrosen, die sind jetzt nicht so wichtig, aber vor allen Dingen die vergessenen Seelen. Wie gesagt, diese zweite Währung, womit ihr die Kisten aufmachen könnt. Und um das alles am besten und am sinnvollsten zu bewerkstelligen, gibt es die folgende Seite. Ich markiere die einmal unten in der Videobeschreibung. Die heißt d4armory.io und die will ich mit euch einmal durchgehen. Ihr habt einerseits hier oben, ganz oben, erstmal die Information, wann und wo der nächste Weltenboss stattfindet. Können wir kurz ein bisschen reinzoomen. Und dann seht ihr schon, um 7 Uhr ungefähr kommt Ashava an diesem Punkt hier. Und man sieht auch schon den nächsten um 10 vor 1 heute Nacht. Sehr, sehr cool. Aber das kanntet ihr ja schon mit dem Boss. Das, was wichtiger ist, ist die Höllenflut. Das ist die Höllenflut, die wir hatten um 13.30 Uhr. Die habe ich komplett mitgemacht. Und nach einer halben Stunde haben sich die Kisten gewechselt. Und das könnt ihr hier sehen. Was ich euch empfehle, ist für die Höllenflut, wenn ihr komplett up-to-date sein wollt, ab der ersten Sekunde, auf diese Seite hier zu gehen. Weil die, seht ihr, wird komplett, die kümmert sich nur um die Höllenflut. Wenn es euch also nur um die Höllenflut geht, geht auf jeden Fall auf die Seite. Hier könnt ihr genau sehen, wo die Events dann stattfinden und wo auch die Kisten sind. Und könnt die Kisten dann nach und nach ablaufen. Und wenn ihr das erstmal ein paar Mal gemacht habt, dann kriegt ihr da auch ein bisschen Gespür für, wo die Kisten meistens sind und wo auch die Events sind. Und dann noch ganz wichtig, was da drin ist, die Legionen. Legionen können auch Sinn machen, weil Legionen, wenn ihr jetzt die Altrum Dungeons nicht selber schafft, weil ihr A, kein Siegelpulver habt oder B, zu schwach seid, dann könnt ihr immer diese Legionen mitlaufen. Die geben richtig viel Erfahrung wegen dem Boost von dem Feuer, von dem Lagerfeuer. Wegen dem Boost von Nearby Characters. Das kann auch einen Boost, großen Boost geben. Dann die Legion an sich. Und ihr müsst nicht besonders stark sein, weil ihr andere Kollegen dabei habt, die die Legion für euch machen. Also wollt ihr leveln und traut euch selber nicht zu, die Höllenflut zu machen, die Albtraum Dungeon zu machen oder sonstiges. Und seid schon auf Weltstufe 3, dann auf jeden Fall die Legion machen. Und was bei mir oft der Fall ist, ich verpasse die Legion, weil die nur 5 Minuten vorher angezeigt werden. Und mit dieser Seite könnt ihr immer ganz genau sehen, wann die nächsten Legionen sind. Wir haben jetzt gerade 15.33 Uhr und die nächsten Legionen sind 15.39 Uhr. Wenn ihr also die immer laufen wollt, um Erfahrung und Items und vor allen Dingen Obolusse zu bekommen, dafür wird es auch nochmal ein extra Video geben, weil das ist auch ein ganz spannendes Thema. Das hatte ich im letzten Video ein bisschen angesprochen. Da wird es nochmal ein extra Video geben, weil das wirklich ein huger Impact auf euren Spiel habt. Also wenn ihr die Obolusse, die Level und die Items mitnehmen wollt, könnt ihr das hier abchecken. Und so habt ihr die perfekte Seite für alle Events in Diablo. Weltenboss, Höllenflut und die Legion für Obolusse, Items und Level. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich will auf jeden Fall ein Video aufnehmen für Obolusse, weil ich habe einen Farmspot gefunden, wo ihr alle, ja eigentlich pro Minute 60 bis 70 Obolusse bekommen könnt.
und so innerhalb von 10 Minuten komplett voll seid und Obolus ausgeben könnt, gezielt auf ein Item. Das mache ich gerade selber auch für den Druiden. Ihr spart unglaublich viel Zeit, ihr spart unglaublich viel Geld fürs Rerollen von Aspekten und Items. Und wenn ihr das nicht verpasst wollt, auf jeden Fall ein Like und ein Follow dalassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.